Geschlossene Gesellschaft in der Weser-Ems-Halle, Besucheransturm in der St. Peter-Kirche und ein bizarres Räumchen-Wechsel-Dich-Spiel im Kulturzentrum PFL. Wenn Thilo Sarrazin in eine Stadt kommt, ist ihm die öffentliche Aufmerksamkeit gewiss, und zwar von allen Seiten. Während der Ex-Politiker und Ex-Bundesbanker auf Einladung der Nordwest-Zeitung aus seinem Bestseller Deutschland schafft sich ablas, dem meistverkauften deutschen Sachbuch nach Mein Kampf, luden Sarrazin Kritiker zu einer Gegenveranstaltung in Form einer Podiumsdiskussion ein. Wir haben davon erfahren, dass die Nordwestzeitung Thilo Sarrazin einlädt, und zwar nur Thilo Sarrazin einlädt, damit er aus seinem Buch lesen kann. Wir hatten das Gefühl, dass er eigentlich schon genug Räume bekommen hat, um seine Thesen zu verbreiten, die ja von Wissenschaftlern weitgehend als haltlos dargestellt wurden. Dieser Meinung war auch eine Gruppe von Oldenburger Wissenschaftlern, die die NWZ im Vorfeld aufforderten, einen Gegenredner einzuladen. Dies lehnte die Chefredaktion jedoch ab. Ja, es zeigt das, was wir befürchtet haben, dass die Intention der NWZ von vornherein nicht war, einen Diskurs über die Sarrazin-Thesen zu führen, sondern ihn zu protegieren, ihn also nur alleine reden zu lassen. Eigentlich wäre es sinnvoller gewesen, miteinander zu diskutieren, aber die NWZ hat sich ja geweigert, auch einen kritischen Geist sozusagen mit auf die Veranstaltung der NWZ zu nehmen. Sie wollten nur einseitig Herrn Sarrazin vorstellen, ihn hofieren sozusagen. Naja, sie will keine Diskussion, sondern sie will sozusagen das hören, was man sich schon dachte. Und in der Tat ist das Buch von Sarrazin, ich meine, im Prinzip ist es ja ein hochintellektuelles Buch mit vielen Tabellen und einer nicht einfachen Sprache. Aber es geht gar nicht darum, dieses Buch zu lesen, sondern da steckt eine Botschaft drin. Und diese Botschaft meint man wieder zu erkennen. Und darin will man sich bestätigt und unterstützt fühlen. Und so eine Veranstaltung ist das, glaube ich. Es ist einseitig, es soll gar nicht diskutiert werden. Kritik und eine kritische Auseinandersetzung mit diesen verfälschenden Thesen und diesen Halbwahrheiten und verwässerten wissenschaftlichen Thesen soll gar nicht zugelassen werden. Ursprünglich sollten beide Veranstaltungen unter einem Dach stattfinden, dem des PFL. Die NWZ hatte für ihre Lesung den großen Veranstaltungssaal gebucht, die Grünen als Ausrichter der Podiumsdiskussion den kleineren Vortragssaal direkt darüber. Eine interessante bis delikate Situation. Und zahlreiche Besucher strömten ins PFL, um sich auf die eine oder andere Weise mit dem Phänomen Sarrazin zu befassen. Warum sind Sie heute hier? Tja, warum wohl? Wegen Sarrazin? Nicht wegen ihm, sondern gegen. Weil wir nicht wollen, dass in der Stadt Oldenburg der Rassismus irgendeine Chance hat, in welcher Form er auch immer auftritt. Weil ich keinen Bock habe, dass dieser verrückte Sarrazin hier ein öffentliches Forum kriegt von diesem Monopolblatt. Und er ist nicht nur ein Rassist, er ist auch ein ekelhafter Nationalist. Und das wird wieder hofiert, aufgebaut, und das ist gefährlich. Schon der Titel alleine, ne? Deutschland schafft sich ab, ist doch Schwachsinn. Völliger Blödsinn. Dass so ein Abitur hat, wundert mich. Ja, weil wir gerne Sarrazin begegnen möchten und unser Kontra geben möchten, so gesagt. Ja, weil mich sowas tierisch aufregt, wenn man solche rassistische Hetze gegen Minderheiten hier fabriziert. Weil ich gegen Herrn Sarrazin protestiere, weil die Menschen aufgeteilt werden nach ihrer Verwertbarkeit, nach ihrem Nutzen, nach ihrem Vermögen. Ich bin mehr dafür, dass man sich konstruktiv mit Problemen auseinandersetzt und nicht eine Hetze betreibt gegen Minderheiten. Ich finde sie ganz schwierig, ich finde sie gefährlich. Und ich finde, dass es also eher so ein Herrenrassedenken also ist, was Sarrazin verbreitet. Und es ärgert mich also auch, dass dieser Mann also so viel Öffentlichkeit also auch so kriegt. Ja, also zu seiner Diskussion möchte ich nicht gerne, zu seiner Lesung. Ich finde, es sollte eigentlich kein Podium gegeben werden. Deshalb wollen wir uns wenigstens hier treffen, um auch was sagen zu können oder auch mit diskutieren zu können. Ja, ich möchte gerne in die Lesung mit Herrn Sarrazin. Dass die Kritiker an diesem Abend im PFL deutlich in der Mehrheit waren und sich der große Veranstaltungssaal nicht füllen wollte, hatte einen einfachen, zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht klar erkennbaren Grund. Die Sarrazin-Lesung war schon Tage zuvor von der NWZ in aller Stille in die Weser-Ems-Halle verlegt und die Karteninhaber im Vorfeld einzeln benachrichtigt worden. Das war möglich, da Interessenten, um überhaupt eine Karte zu bekommen, ihre Kontaktdaten an die Redaktion senden mussten. Im PFL deutete indes weiter alles darauf hin, dass die Lesung wie geplant stattfinden würde. Ein Aufsteller kündete von der Veranstaltung, die Tür stand einladend offen und die angeheuerte Security in Bereitschaft. Die Information über die Verlegung der Lesung sickerte erst langsam durch. Erst spät war klar, Thilo Sarrazin würde an diesem Abend hier nicht mehr auftauchen.
Die von verschiedenen politischen Gruppierungen initiierte Kundgebung vor dem PFL machte sich eilig auf den Weg zur fast 2 Kilometer entfernten Weser-Ems-Halle, die von der Polizei für diesen Fall bereits abgeriegelt worden war. Rund 500 Besucher der Gegenveranstaltung drängten sich nun vor dem viel zu kleinen Raum, in dem die Podiumsdiskussion ursprünglich angesetzt war. Die Lösung dieses Platzproblems lag buchstäblich nahe. Schließlich brauchte die NWZ ihren Raum ja nicht mehr. Das hofften die Anwesenden zumindest. Meine liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Kurt Gerhard von der Grünen Ratsfraktion, der hier vorne von so vielen Leuten hier sind. Der Raum ist natürlich viel zu klein und wir hätten jetzt eigentlich die Möglichkeit, nach unten in den großen Raum zu gehen, weil Herr Sarrazin mit seinen Zuhörerinnen und Zuhörern umgezogen ist in die Weser-Ems-Halle. Leider, das ist vielleicht heute der erste Erfolg, den wir erzielt haben heute Abend, Dankeschön. Leider gibt die MBZ jetzt nicht den großen Raum unten frei. Es war vergeblich. Die Tür blieb zu. Was soll denn das? Wir klopfen an. Klopfen an, damit euch aufgetan. Man ist gefährlich. Ja, wir haben mit dem zuständigen Herrn der NWZ, der da vor der Tür stand, gesprochen und er hat sich leider außerstande gesehen, uns den Raum zur Verfügung zu stellen, obwohl er ja leer war, weil die NWZ praktisch vor uns geflüchtet ist und in die Weser-Ems-Halle gegangen ist. Die Verhandlungen sind also gescheitert, er hat auch keine Nummer eines Verantwortlichen, zum Beispiel des Chefredakteurs Herrn Seelheim. Wir haben die NWZ angerufen, in der Zentrale war niemand mehr zu erreichen. Auch die zuständigen Redakteure, die vor Ort waren, konnten uns nicht weiterhelfen, sodass der Raum blockiert war, obwohl er leer stand. Das ist natürlich sehr schade und das bedauern wir sehr. Und wir verstehen es auch nicht, warum die NWZ uns nicht den großen Raum im PFL zur Verfügung gestellt hat. Dass dennoch alle interessierten Besucher Gelegenheit hatten, die Podiumsdiskussion zu verfolgen, ist dem Forum St. Peter zu verdanken, das umgehend reagierte und den Veranstaltern die St. Peterkirche gegenüber zur Verfügung stellte. Mit leichter Verspätung, dafür aber umso mehr Zuschauern, konnten die Podiumsmitglieder schließlich beginnen, sich näher mit dem Phänomen Sarrazin auseinanderzusetzen. Einem Phänomen, das nach Meinung vieler künstlich aufgeblasen worden ist. Ja, ich glaube, die Medien haben das erst befördert. Man hätte Sarrazin gar nicht unbedingt diesen Raum einräumen müssen, aber als Spiegel und Bildzeitung parallel den Vorabdruck gemacht haben, war das eigentlich nicht mehr aufzuhalten, denn das Thema war eigentlich evident, seitdem Sarrazin bereits mehrfach schon über Kopftuchträgerinnen gelästert hatte. Darauf springt man dann gerne an. Der Spiegel hat das meiner Meinung nach aus Kalkül gemacht. Das steigert die Auflage. Das hat sich dann auch in den Statistiken als richtig erwiesen aus Sicht des Spiegel. Und so mussten dann alle anderen mitmachen. Denn wenn sowas so groß im Spiegel steht und in der Bildzeitung, da kann man eigentlich nicht dran vorbei. Neu ist das alles im Übrigen nicht. Der Historiker Thomas Etzemüller etwa wies darauf hin, dass apokalyptische Demografie-Szenarien immer wieder beschworen werden und das schon seit dem 19. Jahrhundert. In seinem Buch »Ein ewig währender Untergang« befasste er sich mit den Sarrazins der jüngeren Geschichte. Also eines der wichtigsten ersten Bücher ist von 1798 von Robert Thomas Malthus, A Principle of Population Question. Der beschreibt halt, wie sich die Unterschichten hemmungslos immer stärker vermehren, dann reicht die Nahrung nicht mehr, es gibt fürchterliche Katastrophen, die werden wieder reduziert und dann geht das Ganze von vorne wieder los. Zum einen ziehen natürlich Cassandra-Rufe, besser als wenn man sagt, es ist alles in Ordnung, wir können die Probleme schon lösen. Zum zweiten ist diese demografische Frage offenbar ein ganz eingespieltes Thema. Man kann es immer wieder mobilisieren, weil jeder meint, mitreden zu können. Und zum dritten scheint es so zu sein, als würde da die Mittelschicht ihre Angst vor dem sozialen Abstieg verarbeiten. Das war schon vor über 100 Jahren so. Das war in Schweden so, auch in Deutschland. Also das ist gar kein deutsches Spezifikum. Es wird immer wieder über die Demografie verhandelt, inwieweit die bürgerliche Mittelschicht an Einfluss verliert, an Einkommen verliert, an Lebensstandard verliert. Und gleichzeitig kann man gewissermaßen einen Schuldigen dafür dingfest machen, beziehungsweise zwei Schuldige, nämlich immer wieder die Unterschichten und immer wieder die Ausländer, die Deutschland zu überschwemmen drohen angeblich. Dass Migranten in Deutschland vielfältige Probleme haben, streiten auch Sarrazin-Kritiker nicht ab. Die Ursache dafür suchte Sarrazin bekanntlich in den Genen,
Er berief sich dabei auf Forscher des 19. Jahrhunderts, wie etwa Francis Galton. Der glaubte, Intelligenz ließe sich heranzüchten. Sicher, es ist eine neue Qualität, die wir haben. Das liegt daran, dass Sarrazin seine Thesen auch versucht, mit eugenischer Ideologie zu untermauern. Ja, ich finde das höchst merkwürdig, dass er praktisch die Theoretiker von vor über 100 Jahren bemüht. Das Problem bei diesen Theorien ist, dass die versucht haben, soziales Verhalten zu biologisieren. Und das ist ein ganz gefährlicher Analogieschluss. Soziales Verhalten und biologisches Verhalten sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und von daher finde ich Sarrazins Thesen schon höchst problematisch. Der Sozialpädagoge und Rassismusforscher Rudolf Leibrecht macht die Ursachen der Probleme, die Migranten in Deutschland haben, vielmehr an den Versäumnissen im Bildungssektor fest. Was ich schon sehe, ist, dass wenn wir sozusagen Einwanderung und Bildungssystem betrachten, dass wir dann seit den 60er Jahren sozusagen eine massive Einwanderung haben nach Deutschland. Und dass es keineswegs so war, dass zu Beginn dieser Einwanderung, dass dort das Bildungssystem reagiert hätte. Im Gegenteil, es gab im Grunde keine richtig Einwanderer- oder Einwandererkinder fördernde Maßnahmen. Und erst so in den letzten 10 Jahren beginnt so ein zartes Pflänzchen zu wachsen. Und wir haben im Bildungssystem eigentlich ein Versäumnis von 40 Jahren. Komplettiert wurde das von Grünen Ratsherr Sebastian Bär moderierte Podium vom Leiter der interkulturellen Arbeitsstelle IBIS, Uwe Erbel, und dem Kreisdiakoniepfarrer Thomas Hinne, die aus ihrem Erfahrungsschatz berichteten und wissen, welchen Schwierigkeiten Migranten tagtäglich ausgesetzt sind. Das Buch Sarrazins verschärfe deren Lage. Also es ist einfach so, dass bestimmte Thesen in den Raum gestellt werden und ein Menschenbild dort vertreten wird, was überhaupt nichts Positives übrig lässt. Einladend, den Menschen zugewandt zu sein, das wird gar nicht akzeptiert und gar nicht gesehen, sondern er findet immer irgendwo, was man in den Dreck ziehen kann, und das finde ich schwierig. Ich glaube, das Problem ist, dass nicht gesehen wird, dass es ähnliche Debatten eigentlich schon seit 40 Jahren gibt. Also dass wir eine Situation haben, wo Eingewanderte damit rechnen müssen, mit Negativzuschreibungen belegt zu werden, und die finden sich vielfältig auch in der Politik, in den Medien. Und alle paar Jahre kommt so etwas wieder. Aber ich denke, die öffentliche Debatte, und die Debatte muss eben nicht nur über die Thesen von Sarrazin geführt werden, sondern auch um den jahrelangen Prozess der Beleidigung und Demütigung von Eingewanderten. Und das macht auch etwas mit den Leuten. Und das führt auch dazu, dass genau das Gegenteil von systematischer Förderung eingetreten ist, sondern eine systematische Benachteiligung. Und die Leute fühlen sich ausgegrenzt, wenden sich ab, werden wütend vielleicht, aber wenden dann das auch nicht so, dass es zu konstruktiven Veränderungsprozessen kommt, sondern ziehen sich zurück in die innere Migration oder in hilfloser Wut. Auch Besucher meldeten sich zu Wort und verwiesen auf alltägliche Diskriminierung und latenten Rassismus in der Gesellschaft. Wenn die Veranstaltung so etwas wie ein Fazit hatte, dann vielleicht dieses. Man solle, so meinten gleich mehrere Diskutanten und Gäste, sich vielleicht überlegen, was man tun könne, damit Zuwanderer es in diesem Lande leichter und nicht schwerer haben. Gerne hätten wir übrigens auch von der eigentlichen Sarrazin-Veranstaltung berichtet. Allerdings wurde von Seiten der NWZ nicht nur ein Gegenredner abgelehnt, sondern auch sämtliche Medienvertreter ausgeschlossen, außer den eigenen. Gebäude können Sie jetzt hier nicht rein, ne? Ach so. Das ist Hoheit, okay. der NWZ, nur hier können Sie jetzt Aufnahmen machen, wenn Sie nicht da zwischengehen. Also da darf weder der NDR noch sonst jemand rein. Ja. Akkreditierungswünsche waren im Vorfeld abgewiesen oder gar nicht erst beantwortet worden. Man blieb wohl lieber unter sich, der Redner und die Leser, die ihn zum Mann des Jahres gewählt hatten. Was blieb, war eine geschlossene Gesellschaft in der Weser-Ems-Halle sowie eine etwas offenere in der St. Peter-Kirche, deren Veranstalter sich über den großen Zuspruch freuten und die Podiumsdiskussion als vollen Erfolg werteten. Das ist natürlich sehr schön, weil es ja doch insgesamt ca. 500 Leute waren. Das ist ein ganz toller Erfolg, dass wir mehr Leute waren als bei Sarrazin selbst. Damit hat Oldenburg gezeigt, wir sehen die Thesen kritisch. Wir sind für das Soziale, für das Oldenburg miteinander und nicht für das Angstschüren und das Gift versprühen und die Gesellschaftsteilung. Ja, ich hätte mich natürlich gefreut, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die zu Sarrazin gehen. Aber
Mir gefällt das eigentlich auch ganz gut, dass es uns gelungen ist, Sarrazin und seine Anhänger, ich gehe davon aus, dass dort weitgehend nur Anhänger waren, die mache ich in der NWZ-Leserschaft jedenfalls aus, dass es uns gelungen ist, die wegzuschicken vom PFL mitten in der Stadt in die doch recht zugige Weser-Ems-Halle. Für Oldenburg ist der Sarrazin-Spuk damit vorerst vorbei. Ob dies auch für die nach ihm benannte Debatte gilt, das wird sich zeigen.